Also die Musik ist nicht so laut, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bloß eine Aufnahme habe in meinem Ordner. Nein, Leute, der Anfang wurde aufgenommen, keine Angst. Fraps schneidet normalerweise immer nach knapp 4 GB sowas. Und das heißt, die Parts werden so circa jeweils 2 Minuten lang und ich komprimiere die ja dann immer. Damit ich eben diese 15 Minuten Parts hochladen kann bei YouTube, zumal die ja auch viel zu groß sind. Also ich komprimiere die immer so auf 700 bis 800 MB runter. Weil die haben ja sonst immer, was weiß ich, 100 GB. Wenn nicht mehr. Ja, auf jeden Fall tue ich die dann halt eben runtercutten und eben mehrere Parts zusammenfassen. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass das immer noch ein Part ist, den ich hier gerade aufnehme. Also Fraps hat noch keinen Cut gemacht. Wundert mich irgendwie. Also Leute, was da irgendwas in den Einstellungen ist, was ich noch nicht gesehen habe oder so. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich darauf hinweist. Ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, solange dadurch keine Probleme auftreten. So. Wo sind sie denn, die restlichen Spanier? Die werden wahrscheinlich die Piazza halten. Wir können aber leider noch nicht so weit hinzoomen. Wir müssen unsere Einheiten erst näher hin und der Rambock muss vor allem rangeschafft werden. Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Ach so, das Tor da. Eine Soundoption muss ich jetzt doch mal. Spezialeffekte, aber hallo. Musik mache ich jetzt mal ein bisschen, mal jetzt mal 50 runter. Das ist nicht mehr ganz so laut ist. Bis jetzt auch noch nicht allzu viel Verluste gemacht. Da hinten sehe ich, glaube ich, oder wenn ich nicht blind bin, sehe ich da hinten die Piazza und ein paar Flaggen, ein paar spanische. Ja, ich glaube, jetzt können wir mal unsere Leute ein bisschen beschleunigen, weil bis mal der Rambock hier ankommt, das dauert ja sonst ewig. Wo ist denn der überhaupt gerade? Wird rangeschafft, gut. Das haben sich die mittelalterlichen Feldherren wahrscheinlich auch gewünscht, wenn die Schlachten zu den eigenen Gunsten stehen, einfach mal beschleunigen. So, jetzt können wir wieder auf Echtzeit umschalten. Ich sehe aber die Piazza immer noch nicht, aber die muss da hinten irgendwo sein. Oder muss ich da auch nochmal durch? Ja, ah ja, stimmt, Zitadelle. Bald fällt die Verteidigung des Feindes. Oh, der hat da ja noch alles, der hat da ja noch alles Mögliche. Also wie ihr seht, drei Mauerringe gilt es bei einer Zitadelle zu überwinden. Das Verteidigen ist sowas natürlich wunderschön. Man sich dann immer weiter zurückziehen muss in die Festung, falls der Gegner zu stark ist und immer mehr Stand hält. Aber die hier, die verteidigen ja gar nichts. Der Rambock hat seine Arbeit getan. Jetzt ist es Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. Wir können am Rambock gleich dranbleiben, Leute. So, auf zum nächsten Tor, Männer. So. Dann schicken wir die doch auch gleich hier rauf. Nächstes Tor eingenommen. Ah ja, ist das entspannt, so eine Belagerung. Oh, scheiße. Na, konzentriert euch mal auf die Reiter. Damit der Rambock hier ganz entspannt drauf kann. So.
So. Oh, jetzt kassieren wir aber nochmal ordentlich hier. Aber Ramborg ist in Position. Sie halten ihre Zitadelle ja wahrlich gut. Die könnten sich ja nochmal weiter zurückziehen hier. Die könnten sich ja bis hier rein zurückziehen. 4 Mauerringe. Ja, der pure Wahnsinn. Männer haben gute Arbeit geleistet. Die Tore sind gefallen. Ah, und der Typ hier oben auch gleich mit. So, und jetzt Attack! Na, ihr bleibt mal hier stehen, bitte. Ah, am Tor schon erbitterten Widerstand hier. Die Bogenschützen werde ich mal anders aufstellen. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So, wir gewinnen am Tor schon mal die Oberhand. Und die Sonne blendet mich. Ja, entschuldigt nochmal den ganz kurzen Cut. So. Heute will er aber absolut gar nichts, dass ich aufnehme. So, das Tor ist unser. Generalsleibwache auch schon bereit zu sterben. Die können wir, glaube ich, mal Feuer öffnen hier, oder? So, der Feind wird immer mehr zurückgedrängt. Da sind wir einfach überlegen. Mal sowas von. Die Schlachteffekte vielleicht noch ein bisschen lauter machen? Also, sorry, dass ich jetzt hier so viel rumstelle, aber... Ich auf 100 setz? Ah, das ist Schlacht. Dann ist das Gemetzel lauter. So wie es auch sein soll. So, da ziehen sich schon die ersten zur Piazza zurück, in der Hoffnung, dass sie es halten können. Einfach überretten. So, Schwertkämpfer Miliz. Die verlieren aber auch nicht die Moral hier. Diese Schwertkämpfer. So, jetzt als erstes werden wir die Pikeniere vorschicken. Hier soll man die Generalsleibwache ein bisschen dezimieren. Wie sind die noch drauf? Erwärmt.
außer Atem. Stürmisch! Jawohl. So, meine Adelsschwertkämpfer sind auch noch erwärmt. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So, aber jetzt mal alles hier in die Schlacht werfen und wir die relativ schnell hier niedermetzeln. Ich will ja Toledo auch meine neue Festung nennen. Wahnsinn, die könnten sich da echt nochmal da dahinter zurückziehen, aber das würde ihnen nichts bringen, weil dann könnte man ja die Piazza einnehmen. Ja, die hätten mich praktisch schon vom Hügel aus beschießen können. Ja. Und da ist der gegnerische General gefallen. Der Gomez El Valiente. Jetzt verlieren unsere Gegner sicher den Mut. Und werden sich nicht mehr trauen, weiter zu kämpfen. Diese hochmittelalterlichen Ritter sind, glaube ich, das adäquat zu meinen Adelsschwertkämpfern. Zumindest sehen die denen relativ ähnlich. Nur in Gelb halt. Ich finde das Blau einfach viel cooler irgendwie von den Schotten. Ich weiß auch nicht. Ja, die scheinen ungefähr gleich stark zu sein. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr verloren. Oh, das war ja hinterrücks. So. Da rücken meine Reiter noch vor, die noch ein bisschen reinmetzeln, aber ich glaube, die haben da jetzt gerade wenig Chancen. Ja, meine Adelsschwertkämpfer halten sich irgendwie besser, habe ich so das Gefühl. Ja, die werden ja auch nicht durch 10.000 andere Leute oder so unterstützt. Nee. Oh, da kommt ja sogar schon meine Generalsleibwache. Ich hoffe, mein General macht jetzt keinen Schabernack hier. Ausgezeichnet! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt. Die Festung wird bald uns gehören. Ich überlege jetzt gerade, wenn Fraps so wenig Cuts macht. Das ist eigentlich schlecht. Ich muss den ja dann auseinanderschneiden. Ich weiß nicht wirklich, wie das geht. Scheiße. Muss man irgendwie schauen, dass ich bei Fraps das wieder reinmache, dass der nach so ein, zwei Minuten, dass er da einen Cut macht. Ja, wenn nicht, dann wird das hier halt ein Part, der hochgeladen wird, was ich nicht rausfinden sollte, wie man das auseinanderschneidet. Ich denke mal, da werde ich auch danach ganz kurz einen Cut machen, weil wie gesagt, meine Technik ist gerade ein wenig am Arsch, dadurch, dass ich ihm alles nochmal neu machen musste. So, dass die überhaupt noch Moral haben, hey, Respekt. Das Gemetzel hier beim Tor ist auch nicht schlecht. Da sehe ich größtenteils gelb rumliegen. Das ist schon mal gut. Ja, Toledo, da reißen wir den Spaniern das Herz raus, wenn wir das einnehmen. Das ist nämlich denen ihre Startfestung, die die haben, so wie bei den Engländern Nottingham. Feind wird immer mehr eingekreist. So,
So, Generalsleibwache eliminiert. Fehlen nur noch die restlichen hochmittelalterlichen Ritter hier. Gut, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Ich glaube, wir haben gewonnen, Leute. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Ja, da haben wir eiskalten Sieg eingefahren. Ah, eine wunderschöne Schlacht war das wieder. Ich denke, ich werde danach mal einen ganz kurzen Cut machen. Wie gesagt, hast du mir das nicht in einzelnen... Oh, der hat relativ viele Sterne, der feindliche General. Tja. Sie haben nichts Besseres als den Tod verdient. So sieht's nämlich aus. Sie sind zerschmettert, wir haben gesiegt. Bist du denn abgelaufen? Bist du denn abgelaufen? Ich den umbringen soll, irgendwie anders oder so? Egal, jetzt erstmal Toledo. Kanonentürme aufrüsten. Achso, ich sollte den Hafen von Toledo blockieren. Oh mein Gott. Dafür besitzen wir jetzt eine weitere Stellung auf der Iberischen Halbinsel. Damit haben wir die, ja, gut die Hälfte eigentlich schon eingenommen, so kann man sagen. Sieht es nämlich aus. Ja, mein König. 96% katholisch. Hier ist nur 80%. Muss man noch ändern. Ja, den Rest von Iberien, den holen wir uns auch noch, würde ich sagen, Leute, oder? Was meint ihr? Und deswegen mache ich jetzt mal einen ganz kurzen Cut.